hier zurück bei Final Fantasy 15, Kapitel 1, der Aufbruch. Prinz Noctis Lucius Calum ist mit einer dreiköpfigen Gefolgschaft aus Isomania, oder was, aufgebrochen. Sein Ziel, der Nachbarstadt Accordo, in dem seine Hochzeit stattfinden soll, ja. Hey, aufregend. Mal schauen, was so bei rauskommt, ob ich das Kapitel jetzt überhaupt schaffe in der Zeit. Und ja, wie das Spiel allgemein ist. Bin echt mal gespannt. Ich habe keine Ahnung. Habe keine Videos angeguckt, ich habe keinen Stream geguckt, nix. Habe einfach gedacht, gut, 40 Euro für das Spiel. Nehme ich mit. Läuft. Die Autos haben die ja schon mal. Zwecklos. Weht ein rauer Wind hier draußen. Tja, der Preis der Freiheit. Dann müssen wir wohl wieder schieben. Was? Mein Tank ist doch auch schon leer. Aufstehen, Männer. Na los. Autsch! Wird's bald? Hey! Ich dachte, Autos sind zum Fahren da. Theoretisch schon. Genug gemault. Fertig? Ja. Und los! Nö, ich will nicht schieben. Ich bin Prinz oder so, oder? Der lässt schieben. Ich ordentlich Probleme kriegen mit der Steuerung. Ich kann mir das gar nicht alles merken. Das ist viel zu viel. Combo oh, hier, Combo da, ausweichen, dies, das, hier, warpen, nicht, dies, das. Gucken, was für eine, auf welches Element der Gegner reagiert oder wo da empfindlich drauf ist. Oh Mann. Oh, hallo. Hey, da seid ihr ja. Und, wer ist der Prinz? Ah, höchst erfreut, Euer Hoheit. Glückwunsch zur Hochzeit. Noch bin ich Single. Da hat Luna Freya wohl den Hauptgewinn gezogen, was? Wir haben es nicht eher geschafft. Hebt euch die Ausreden lieber für den Chef auf. Und du bist? Sydney. Sid Sophias Enkelin. Ich arbeite hier. Sieh sich das einer an. Ihr verwöhnten Gören kennt keine Wertschätzung. Der Wagen ist unbezahlbar. Du bist also Noctis. Ja. Pah, als hätte man deinem Vater die Würde rausgeprügelt. Was? Hast einen langen Weg vor dir, Junge.
dumm Glotzen bringt dich nicht ans Ziel. Wird eine Weile dauern. Schieb den Wagen rein und dann schwirrt ab. Ja, bestes Auto jetzt, Anna. Okay, ihr habt Großvater gehört. Mir nach. Da sitzt alles perfekt, würde ich sagen. Jetzt heißt es also warten. Das war noch nie meine Stärke. Meine auch nicht. Okay, warten ist also uncool. Was machen wir jetzt hier? Ja. Speiervorgang. Ist ja schon mal nett. Dann rennen wir hier erstmal ein bisschen durch die Gegend, wa? Was mit ihr reden hier? Hey, ihr Jungs seid doch zum ersten Mal hier, oder? Ich gebe euch eine Karte, damit ihr die Gegend erkunden könnt. Karte des Kontinents. Wo ist denn die Gegend? Navikarte. In deiner Navikarte in der rechten oberen Ecke wird ein Gabel-Messer-Restaurant-Symbol angezeigt. Orientiere dich daran, um das Restaurant zu finden, wo du mehr über die Umgebung in Erfahrung bringen kannst. Okay, mal gucken, was es hier so gibt. Okay, dann geh ich da mal hin. Meine Grafik sieht ja echt schick aus, ne? Also da kann man nichts sagen. Sieht schon alles nett so. Zapfsäule oder was? Tanken? Ja, okay, der Wagen ist kaputt. Ich dachte erst, das Benzin wäre alle, aber der Wagen ist kaputt. Zieh los. Mitnehmen. Ah, oh. Ebony Kaffee haben die auch. Das wird Ignis aber freuen. Gedenkmünze. Gut. Gel? Was ist das denn? So, auf das Restaurant hier. Interagieren. Als Sydneys Eltern bei diesem Unfall. Takas Boxenstopp. Das schärfste Jambalaya in ganz Lucius. Wenn sie mal wieder Feuer im Tank brauchen. Dann dachte ich, Sid würde den Laden dicht machen. Hätte ja auch keiner ahnen können, dass die Kleine genauso verrückt nach Motoren ist. Wo ist deiner? Ja, sie. Oh. Willkommen. Was ist hier los? Ist das hier unten? Ihr sucht also Antworten. Okay, Refugien wurden eingezeichnet. Parkplätze wurden eingezeichnet. Ortschaften wurden eingezeichnet. Was gibt's noch alles? Sammelstellen wurden eingezeichnet. Und jetzt noch was? Nein. Gut, was haben wir hier? Essen? Speisekarte. Pickt okay, euch was raus! Na, hier ist schon Fleisch. Du willst nicht genug Gel? Darf vielleicht Gel? Ne, ich hab kein Gel. Oh. Was ist das hier? Jagd. Oh, Monsterjagd. Jagdaufträge. Informanten haben nicht nur Infos und Essen, sondern auch Jagdaufträge im Angebot, um die Gegend von gefährlichen Tieren und Sichern zu befreien. Musst du einen dieser Jagdaufträge annehmen und die entsprechende Beute erledigen. Melde dich dann wieder beim Informanten, um deine Bedeutung abzuholen. Okay, das hört sich schon mal gut an. Jagdränge. Um deinen Jagdrang zu steigern, musst du die erforderliche Anzahl an Jagdmarken sammeln. Was heißt das? Meldasio Jägerzentrale für das Abschließen von Jagdaufträgen vergibt. Je höher dein Jagdrang, desto mehr Jagdaufträge hast du zur Auswahl. Und natürlich fallen auch die Belohnungen besser aus. Das hier sind unsere Problemkinder. Okay, nehmen wir erstmal Tal ohne Wiederkehr, Stufe 2. Ja. Weiß das zu schätzen. Okay. Bereitet euch gut vor. Dann gehen wir mal hin, würde ich sagen. Oder? Tal ohne Wiederkehr. Gut, dann gehen wir erstmal hin und machen erstmal den Auftrag fertig. Warte mal kurz. Unser ganzes Geld ist für die Reparatur draufgegangen. Ich würde gerne Sydney um Rat fragen. Wir sind völlig abgebrannt? Okay, ja, mittellose Prinz. Ganz genau. Sydney um Rat fragen. Was ist hier los? Ja. War das nicht ein bisschen Wucher für eine einfache Wartung? Dieser Halsabschneider. Erstmal hin. Springen so mal gut. Nanu, der Wagen ist noch nicht fertig. Was wollt ihr? Weiß ich nicht. Was will ich denn? Den Preis runterhandeln, Geld leihen, Gladio verschieben. Wen steht sie denn? Was soll ich hier machen? Geldlein? Geldlein. Ich bin Prinz.
Kannst du uns vielleicht etwas Geld leihen? Hä? Ach, ich verstehe. Typisch Großvater. Hat euch sicher extra zu viel abgeknöpft. Nehmt's ihm bitte nicht übel. Das ist einfach seine Art, euch an den Ernst des Lebens zu gewöhnen. Zu Geld kommt man hier am schnellsten als Jäger. Wollt ihr es mal versuchen? Natürlich. Er will also, dass wir uns unser Geld selbst verdienen? Na gut. Dann sollten wir ihn nicht enttäuschen. Oh, habe ich schon was bekommen hier. Das ist schon mal gut. Okay, Fähigkeiten, Punkte, FP. Öffne das Menü und wähle Fähigkeiten aus. Fähigkeiten. Um unter Verwendung von Fähigkeitenpunkten die Gruppe weiterzuentwickeln. Mann, was lese ich denn da für ein Scheiß? So, Aufgaben, Fähigkeiten. So, Fähigkeiten. Im Menü kannst du unter Fähigkeiten die Fähigkeiten der Gruppe weiterentwickeln. Für das Erlernen von Fähigkeiten brauchst du Fähigkeitenpunkte, FP. FP kannst du auf unterschiedliche Weise sammeln. Du erhältst die zum Beispiel beim Stufenanstieg durch Missionserfolge, das Abschließen von Aufgaben oder auch durch richtig gewählte Antworten im Gespräch mit deinen Freunden. Ui, was haben wir denn hier? Kampf? Oh, guck mal, kann ich ja mal wählen hier. 16, kostet das? Okay. Das kostet 6, machen wir das mal. Ah, machen wir mal hier. Zack, irgendwas aufgemacht hier. Läuft. Trophäe erhalten. Läuft auch. Oben kann man ganz viel noch machen, sehe ich gerade hier. R1, hier kann man Team, Kampf, Kommandos, Heilung, Statuswerte, Erkundung, Wartemodus. Und noch mehr? Nee. Magie, okay. Da gibt es auf jeden Fall viel zu machen. Aber seid vorsichtig. Nachts treiben sich hier sicher rum. Hier, eine kleine Anzahlung. Reicht zum Übernachten. Aber kein Wort zu Großvater. Ist das klar? Natürlich nicht. So, dann wollen wir mal gucken hier. Wo gibt's denn hier die Viecher? Welche Viecher erledigen? Da kann ich gleich direkt hin. 116 da hinten sind sie. Okay. So, wollen wir mal gucken. Ich hab überhaupt an Waffen da. Okay, ich hab doch schon ein paar Sachen. Okay, Magie kann ich doch schon reinmachen oder was? Hab ich schon Magie? Nein. Egal. So, jetzt muss das so reichen. Was nehme ich denn hier? Wow, wir verkaufen ja ganz andere Sachen hier. So läuft das halt. Skorpion-Dinger rum. Wollen wir uns erstmal kurz in die Landschaft hier nochmal angucken. Hier. Oh ja. Dann läuft das Großes rum. Ist ein Ort. Sieht aus, als wäre das unsere Beute. Los geht's, Nockt! Okay, mein erster Kampf. Kämpfe, Vorsicht. Du hast die Offensive-Karte eines Gegners auf dich gezogen. Der Warnbalken am oberen Bildschirmrand warnt vor einem Angriff. Achso. Ja, Offensive. Halte Kreis gedrückt, um auf den Scheinwerfer zu starten, wenn er in der Nähe ist. Passende Waffe heraus. Hey! Wir haben erst wir halten. Immer auf der Uhr. Oh, an seinen Fingern! Zu den Guten! Schon vergessen! War keine Absicht! Gut. Auf zur nächsten Koordinate. Okay, EP gesammelt, das ist schon mal gut. So, jetzt muss ich noch weitergehen. Okay. Kann ich auch irgendwas looten eigentlich? Nee, ne? Okay. So, die Gastik reingedrückt, da kann ich laufen. Ah, die Kämpfe sind ja schon ganz okay so. Also, dass ich auch nicht lenken muss, gefährliche Tiere erlegen. Okay, 1 von 3. Ausdauer. Der Ausdauerbalken kann über die Einstellungen ausgeblendet werden. Wo ist denn der? Wo ist der? Hä? Ich sehe ihn gar nicht. So, was mich gleich. Was hast du denn für ein Problem? Das ist gefährlich. Könntest du damit mal aufhören? Also Open World gefällt mir eigentlich ganz gut gerade so. Also Musik ist auch nett. Die Viecher kann man auch gut kaputt machen. Da sind die Nächsten. Auf sie mit Gebrüll! Boom. Ach mal, hier sind sie. Weiche gegnerischen Angriffen mit Viereck aus. Halte die Taste gedrückt, um automatisch auszuweichen oder zu blocken. Nord, manchmal ist ein perfekter Block der beste Angriff. Boah, bin ich voll erwischt. Obacht. So, pariert. Nichts Unüberlegtes. Keine Sorge. Und komm.
So, das ist noch einmal ein Riesen. Was nenne ich kurzen Prozess? Oh, fünf, oh, boah. Nein, jetzt nicht. Sollst du mich umbringen, Mann? Hörst du überhaupt auf? Roger! Ja. Noch! So, geschafft. Ja, ja. So, Bilanzzeit A, Technik B, Offensive S, eigentlich okay. Kommt, gehen wir weiter. Ja, okay. So, da wollen wir nur ein Ding abschließen, dann renne ich da mal hin. Und dann gucken. Jungs, was war nochmal genau unser Plan? Wenn der Regalia wieder läuft, fahren wir weiter zum Galdinkai. Von da geht's per Schiff nach Altissia. Direkt in Nocts Hafen der Ehe. Auto warten, Hochzeit starten. Okay, ist notiert. Okay. Aber ich habe ja noch gleich so einen anderen Auftrag hier auf. Den will ich auch mal erledigen, Teil und Wiederkehr. Mal gucken. Das sind die letzten. Geht ja, nochmal alles. Basta! Oh, wenn wir kommen. Warp-Angriffe, ja, geht schon. Durchbricht die gegnerische Verteidigung mit einem Warp-Angriff. Das wird ein Kinderspiel. Okay. Mord, verausgab dich nicht so, Mann. Geh in Deckung und erhol dich. Ja, ich fertig. Bestens. Könnte ich euch, vielleicht um noch was bitten? Geht um einen Jäger namens Dave. Er meldet sich nicht mehr. Sollte in einer Hütte ganz in eurer Nähe sein. In welcher Hütte? Aha. Geht klar. Wir sehen nach. Hä? Wo ist die Hütte? Sydney? Was wollte sie? Wir sollen einen Dave für sie suchen. Gibt's eine Spur? Ja, eine Hütte direkt um die Ecke. Mal gespannt, was mir gleich hier gleich entgegenspringt. Hier sind ein paar Leute. Erntestelle, Erntezutaten an Erntestellen, Zutatennamen werden auf die Karte gezeigt. Okay. Eine Nachricht? Mutiertes Doppelhorn gesichtet. Rufname Bluthorn. Merkmale rote Hörner, äußerst aggressiv. Sonstiges offener Jagdauftrag für Tauti. Nord! Oh. Von Regen! Alles klar? Danke, Mann. Vorsicht, sie kommen! Das geht ja. Auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Ja! Der Vorhang fällt. Hey, schaut euch den an. Überrascht. Alter, ich wurde eben ganz schön hochgehauen. Zeit S, Technik C und diese S. Hey, da drüben ist auch eine Hütte.
Okay, da muss ich die Sachen wohl alle erledigen, wa? Da rennen sie schon vor der Hütte rum. Was sehe ich doch da? Nicht so schnell. Das will wohl überlegt sein. Was? Seltsame Tiere. Diese Spezies wird Tau-Ti genannt. Strategien. Deine Gefährten arbeiten unter Umständen Strategien aus, die euch im Kampf einen Vorteil verschaffen. Wenn du die Anweisung befolgst, erhältst du FP. Warp-Punkte. Blaue Markierungen zeigen dir Punkte, zu denen du dich warpen kannst. Visiere das Windrad an und teleportiere dich über einen Warp-Punkt. Sie spießt ihr Wert mit den Stoßzähnen auf und reißt sie so aus der Geborgenheit ihres Baus. Das ist aber nicht nett. Wie kann ich das Ziel denn wegfinden, was ich mal sagen? Wollen wir uns sicher nicht an. Ja. Das war irgendwie ein Ja, das ist hier. Mal genau anfangen. Das war einfach. Okay, Zeit A. Ist dort jemand? Aufgabe abgeschlossen, cool. Dave, der Jäger, nehme ich mal an. Wir haben dich gesucht, alles in Ordnung? Danke, nett von euch. Ich habe mir den Knöchel verstaucht und häng hier fest. Ich war auf Doppelhornjagd. Und ziemlich erfolgreich, will ich meinen. Bis mich dieses eine Exemplar erwischte. Ein grässliches Biest, wild und gefährlich. Ihr seht mir zwar nicht wie Jäger aus, aber vielleicht habt ihr ja Mumm. Ja. Klar, kein Problem. Was springt für uns dabei raus? Ich danke euch. Dann sperrt mal die Lausche auf. Nockt, also wirklich. Du kannst doch dem armen Kerl kein Geld abknöpfen. Oh doch. 2 FP erhalten. Nicht viel. Warum ist das gar nicht? Ist da was drin? Nee. Auf die Hörner genommen, das Jagdziel finden. Okay. Noch wir haben reden. Es hier mit einer Mutation zu tun. Sowas muss man ausmerzen, bevor es sich ausbreitet. Okay, wie komme ich denn da schneller hin? Musst du jetzt hinfahren, hinlaufen, oder kann ich da auch hinfahren? Muss ich hinlaufen, wa? Das geht wohl nicht anders. Oh. Da geht es irgendwie ein bisschen schneller. Aber dann scheinen wir doch nicht. Das ist irgendwie eine Bergwerkachse da oben links auf der Map. Mach ich das gar nicht. Ich mach jetzt erstmal die Aufträge hier. Ich muss mich auch erstmal selbst orientieren hier im Spiel. Und das dauert auch noch ein bisschen. Wie gesagt, die Kombos und so habe ich noch nicht drauf. Aber ich fällt gerade ein, ich kann mir kurz mal eben vielleicht die Fähigkeit ein bisschen verteilen. Wie viel habe ich denn jetzt? Wie viele Punkte? Ach, 12 habe ich nur. Stimmt, ich habe da aber immer irgendwelche anderen Sachen noch gekriegt. EP. Warte mal. Stufe 1, Stufe 1. Okay. Ah, ne, ich habe noch nichts Neues gekriegt. Schade aber. Wo ist denn der Balken, dass ich gleich aufgebe, sozusagen laufen? Manchmal frage ich mich, ob wir je wieder in diesem wunderbaren Auto sitzen werden. Den ganzen Tag zu sitzen war echt angenehmer. Schlafen war noch besser. Der läuft ja ein bisschen komisch. Ich glaube, das ist unser Freund. Ein Doppelhorn. Was ist hier los? Ja. Und zweifelsohne eine Mutation. Wir müssen unbedingt etwas tun.
Ich will mal kurz mal gucken, was ich für eine Ausrüstung noch nehmen kann. Feuer. Gut. Trophäe halten. So. Anvisieren. Und? Oh oh. Warte! Was denn, was denn? Der Knabe scheint ziemlich mies drauf zu sein. Echt jetzt? Macht er einen trägen Eindruck? Ja. Achtung! Oh oh. Mensch, Alter! Aber echt. Zu früh gefreut. Wie bitte? Oh oh. Okay, dann wollt ihr mal. Feuer reingeschnallt. Das ist ja keine gute Idee, weil ich gerade einen Leute erwischt. Okay, halt trotzdem schwarz machen hier. Gefährlich. Alles klar? Hey! Gut, jetzt sperrt sie keine Gewalt. Hau rein, Nacht! Geht klar! Bist du okay? Ich komme nach. Nö, ich bin gerade gar nicht. Mit Vergnügen! Noch ein bisschen und der Sieg ist unser. Ja, Vorsicht! Was ist das? Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Ja, hat funktioniert. Dein Telefon. Ja? Wie sie alle verkuckelt sind. Ich habe gerade mit Dave gesprochen. Danke für eure Hilfe. Ah. Wir schulden euch was. Euer Wagen ist übrigens auch fertig. Schaut am besten mal rein. Alles klar. Yeah. Läuft, würde ich sagen. Läuft, würde ich sagen. Freut mich. Kannst wieder zurücklatschen. Das ist so Kommen wir noch mal zur Fahrerfrage. Von mir aus kann Ignis weiterfahren. Dito. Der fährt wenigstens sparsam. Im Gegensatz zu mir. Ja, ich glaube auch nicht, dass ich das hinkriege. Ihr lasst mir keine Wahl. Danke, Ignis. Mir ist hinterm Steuer einfach zu eng. Aber sonst ganz okay. So, das war jetzt meine erste Folge hier. Und ja, jetzt mache ich dann bald weiter mit der zweiten oder dritten, wie gesagt. Und dann bis hierhin jetzt mal danke fürs Zusehen, zu hören. Und wenn es gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Und dann seht ihr wieder da. Tschüss.